Moin Moin YouTube, es ist wieder soweit. Es gibt eine neue, ja, Banlist. Und wie immer, wenn eine neue Banlist rauskommt, rede ich da auch wieder mal ein bisschen drüber. Und diesmal ist auch die Envoy mit dabei. Was mich wieder ein bisschen verwundert, 2,5 Monate Laufzeit. Letztes Mal waren es ja 3,5 Monate, war ja ein bisschen länger als üblich. Wahrscheinlich wegen dem Structure Deck jetzt und wegen diesen neuen Rulings haben sie jetzt das absichtlich mal so ein bisschen komisch gemacht, nehme ich mal an. Ja. Weil die aktuelle Banlist geht jetzt bis zum 30.09., sprich, dann haben wir wieder wahrscheinlich Oktober bis Dezember die nächste. Und ja, es wird nichts verbannt, nichts gebannt. Alles hier fresh, nichts Neues, was hingekommen ist. Haben sich ja viele Soul Charge gewünscht und so Ja. einige andere. Also Soul Charge war die einzige, die für mich so banworthy war. Dass sie jetzt immer noch auf 3 ist, kann man ja schon sagen. Hat mich doch schon dann verwundert, weil es gibt viele Decks, die leben nur wegen Soul Charge. Und ja, die müssten nicht unbedingt da sein. Gucken wir dann, was ist denn limitiert worden? Und bei den Effektmonstern und bei den Normalmonstern hat sich nichts verändert. Aber wir haben ein neues Synchromonster zurück zu begrüßen, nämlich den Gojo-Wächter. Also, das hat mich ja sowas von geschockt, Ja, das habe ich mitbekommen, als ich hier reingekommen bin. dass Trishula nicht zurückgekommen ist, aber der Gojo-Wächter. Das hat mich auch gewundert. Ich hab dann sofort in meine Beine gegriffen. Ja, ich habe noch meine zwei Secrets. Wunderbar. Gojo-Wächter eine sehr, sehr starke Level 6 Synchro. Die würde ich auch wahrscheinlich jetzt einfach in Flinke quetschen, wo ich vorher nie 6er gespielt habe. Ich brauche das Ding in dem Deck. Ist einfach zu gut, dass man es nicht spielen könnte. Weil es gibt auch Xyz-Monster wie Dracozac, die funktionieren dann immer noch, auch wenn man sie geklaut hat. Aber man kann sie dann halt das Tribut anbieten, ohne ein Xyz-Material detachen zu müssen. Was mich auch gewundert hat, Stratos ist immer noch banned. Ich nehme an, das kommt dann mit der nächsten Banlist, kurz vor dem Structure-Deck. Ja. Und ist es, glaube ich, nicht so nicht verwunderlich, dass jetzt Gojo-Wächter zurückgekommen ist und auch noch ein paar andere Karten, die jetzt hochgestuft worden, wahrscheinlich als Vorbereitung auf die 5Ds Collection, sodass sie die auch verkaufen können, weil Gojo-Wächter war eine bekannte Karte aus dem Anime, hat ja Trudge gespielt und das soll ja dann die Sellings ein bisschen aufdrehen, denke ich mal. Mal gucken, welche Rarity der bekommt, ne? Ja, und mal gucken, was noch vor der 5Ds Collection auf der nächsten Banlist Ja, da zurückkommt. wartest du auf deinen Tischschüler dann, ne? Ja, und auf andere Ja, Sachen. also Bryonic kommt, glaube ich, nicht zurück. Ich glaube, er. Ja, Der nee. Jagdbomber wird wahrscheinlich wiederkommen, weil Ja, er dann wahrscheinlich. sein Reprint bekommt mit neuem Text. Und wenn dann Trishula zurückkommt, ist Bryonic der Letzte, der auf der Liste noch Ja. sitzt. Wie das da, was hat das da zu suchen? Aber das ist ein anderes Thema. So, nächste One-Off. Getriebe. Habe ich mir schon vorgestellt, dass entweder Getriebe oder der Gigagant X einen Hit bekommen werden, weil das Deck ist schon uralt. Return of the Duelist ist schon 2 Jahre alt mittlerweile fast. Getriebe war ja noch eine relativ neue Karte. Lauter, ja. Techno Galaxy kam sie raus. Das war mittlerweile auch schon ein Jahr her. Sehr altes Deck und ja, Konami verdient damit nicht mehr so viel und deswegen musste das Deck mal gehittet werden. Getriebe ist ein vernünftiger Hit. Das macht das Deck etwas langsamer, aber ja, müssen wir mal gucken, ob man es noch weiter spielt. Gigia Armor ist immer noch eine nervige Karte, um die rumzukommen. Wenn man nicht weiß, dass die gesettet ist, dann kann auch noch relativ schnell ein OTK kommen mit drei Getriebe Riesen. So, und das war das Einzige, was auf 1 gegangen ist. Was haben wir auf 2? Wir haben Magier des Glaubens. Es war abzusehen, er hat bisher nichts gerissen und er wird auch weiterhin nichts reißen. Ich denke mal, sie werden jetzt durchreichen. Bei den nächsten Bandes geht er wahrscheinlich auf 3. Wahrscheinlich. So wie Tsukiyomi. Nächste Karte auf 2. Find ich sehr gut. Formel Synchron macht ein paar Synchron-Decks ja, schneller jetzt wieder, weil sie jetzt, wenn der eine Synchron nicht durchkommt oder so, dass man dann keine Options mehr hat oder Purale spielen muss. Das ist so, ah. Ja, oder den Phonon-Drachen, Oder der den jetzt noch. Phonon-Drochen, genau. Der ist ja sogar noch Ja, der ist noch sinnvoll. sinnvoll, weil das auf eine andere Art und Weise die Synchro erlaubt. Aber Formel Synchron ist eine gute Karte und hat eigentlich nicht mehr verdient gehabt, auf 1 zu sein. Vor allem jetzt, weil immer noch Soul Charge da ist, macht sowieso gar nicht keinen Unterschied. Man kann einfach ihn plus die anderen 5er raus und noch immer noch einen zweiten Quasar, Ja. weißt du? For free. Das nächste habe ich aber sehr, sehr überrascht. Verstärkung für die Mii auf 2. What the hell? Ja, was da los? Wir haben ja noch diskutiert vorher. Nein, Verstärkung für die Armee kann nie wieder auf 2 kommen, weil ja so viele Kriegerdecks auch noch ihre eigenen Themendeck-spezifischen Search-Karten haben, wie Sheehan Smoke Signal bei den Six Samurais. Wir haben bei den Equal. E-Call, bei den E-Heroes und das hat mich gewundert, dass die jetzt auf 2 geht. Also finde ich schon sehr, sehr nett. Gibt auch einen Push zu anderen Decks, die so Krieger getecht haben, à la Constellas oder Evil auch Evil Swarm. Swarm. Oder wenn man mal guckt, was so demnächst rauskommt. Ja, da werden diese Teller Knights sich gerne dieser Karte annehmen. Sie sind ja alles Krieger und finde es sehr toll, wenn sie mehr Consistency Ja, bekommen. und dann gibt es ja noch so ein anderes Themendeck, was dauernd enttäuscht wird. Welches? Ach ja, Noble Knights. Ja, da kriegen sie jetzt.
Ich glaube, sie brauchen gar nicht Merlin. Sie kriegen einfach Rota auf 3 und dann läuft das Deck, weißt du? Mal gucken. Sehr interessant. Ich muss mir dann auch überlegen, so in einigen Decks, so Ninjas oder so, ein zweite Verstärkung für den Mii nehme ich gerne mit rein. Auch wenn das Deck auch noch ziemlich grottig ist. Das ist ein bisschen mehr konsistent als vorher. Ja, sehr interessant, dass die zurück ist. Und bei den Unlimited-Karten haben wir zwei Battle Traps, Spiegelkraft und Dimensionsgefängnis. Ja, also Spiegelkraft hat zurzeit überhaupt keine Meta-Relevanz wegen den Händen. Ist sie ziemlich unspielbar gewesen. Nur wenn man wirklich dann irgendwie verrückte Kombos dann damit gemacht hat. Dimensionsgefängnis dagegen wurde ja viel gespielt, weil sie die Hände einfach banishen und Pech gehabt. Ja. Ist aber halt immer noch eine langsame Karte, die halt, ja, nur darauf wartet, vom Exiton in die Luft geblasen zu werden. Aber wenn sie kommt, ist sie nervig. Wenn sie kommt, dann ist sie sehr, sehr gut. Haben meine Vikings ja zu Genüge erlebt auf der EM. Ja, und mehr Änderungen gab es nicht. Es waren ja, glaube ich, 7 Änderungen. Hier hätten wir 2, hier hätten wir 3 und hier hätten wir auch 2. Sehr, sehr wenig verändert diesmal auf der Bands. Ich nehme an, nach der WM sind wir ein bisschen schlauer. Ich weiß nicht, ob auf der WM schon das neue Set legal wird, wie die WM überhaupt ausfallen wird. Aber mit, wie heißt das neue Set? The Duelist Lines. Wird sich ja vieles ändern im Meta und mal gucken, was dann bis bei der nächsten Bands dann rauskommen wird. Jetzt haben wir relativ leichte Änderungen. Das heißt, bis das neue Set kommt, wird eigentlich das Meta so halten bleiben. Vielleicht Getriebe ja ein bisschen abfallen. Aber ansonsten Head und der ganze Kram ist noch halt immer noch da. Ja. Und wir hoffen halt immer noch, dass Demog und tausendäugiges Opfer nicht mal zurückkommen, weil diese Karten sind schon viel zu lange auf der Banlist. Ja, das war's von uns heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.